Zuvor bei The Walking Dead. AJ und ich haben lange gesucht, sehr lange, nach einem neuen Zuhause. Gerade als wir ein riesiges Essenslager gefunden hatten, stellte es sich als Falle heraus. Das wäre fast unser Ende gewesen. Dann wachte ich auf und fand heraus, dass Marlon mich gerettet hatte. Der Anführer der Gemeinschaft, der in der alten Schule lebt. Ich sah die Chance auf ein Zuhause, ein echtes Zuhause. Wir mussten zurück zum Bahnhof, um zu sehen, ob unser Essen die Explosion überstanden hatte. Doch jemand anderes hatte dieselbe Idee. Während AJ ihn abgelenkt hat, habe ich ihn in eine Beißergruppe gestoßen. Ich fand Marlon und Brody im Keller. Sie stritten sich über den Mann, den wir gesehen hatten. Und ich fand heraus, warum Brody solche Angst hatte. Der Mann gehörte zu Plünderern, denen sie schon vor Jahren begegnet waren. Marlon verkaufte Tennessees ältere Schwestern an die Plünderer, um die eigene Haut zu retten. Er griff Brody an und sperrte mich mit ihr im Keller ein. Als sie sich umdrehte, musste ich sie aufhalten. Marlon stahl AJs Waffe und wollte alle überzeugen, dass ich Brody getötet hatte. Louis unterstützte mich. Ich griff Marlon an, damit er die Waffe fallen ließ. Ich wollte ihn im Keller einsperren. Aber dann... Marlon war tot. Drückte AJ ab. Er erinnerte sich daran, was ich ihm beigebracht hatte. Ziel immer auf den Kopf. Ich hab dir Kaffee gemacht. Es war in der Küche. Ten sagte, ich kann mir was nehmen. Ich habe nichts gestohlen. Bin überrascht, dass du noch weißt, wie das geht. Wir hatten schon lange keinen Kaffee mehr. Du gießt heißes Wasser rein. Da hast du recht. Danke. Letzte Nacht mit Marlon. Ich habe Louis gehört, wie er mich genannt hat. Bin ich ein Mörder? Nein! Du meine Güte! Mist! Wir haben Medizin! Im Krankenzimmer! Er ist tot. Er hat seinen Kopf weggeblasen. Du hast ihn erschossen! Er ist tot! Du bist ein Mörder! Marlon, er lag am Boden! Du hattest ihn besiegt! Was zur Hölle hast du dem Kind beigebracht? Louis hat mich einen Mörder genannt. Aber wir müssen doch die Bösen umbringen, die Monster. War das falsch? Ich dachte, Marlon sei böse. Er hat Brody getötet, er hat immer mehr Lügen erzählt. Louis hatte recht. Manchmal tun Leute böse Dinge, so wie Marlon. Aber als du ihn erschossen hast, war er keine Bedrohung mehr. Wenn du jemanden tötest, der dich nicht mehr bedroht, dann ist das Mord. Was sollen wir machen? Mit euch! Alle!
Es war okay. Ich hatte Marlon beruhigt. Er hat meinen Freund ermordet. Verdammt. Nimm AJ. Geh rein. Los, gehen wir. Ach, wir lassen sie in den Schlafsaal zurück? Und was passiert nächstes Mal, wenn wir was tun, was dem Vogel nicht gefällt? Dürfen wir auch eine Kugel erwarten? So ist das nicht passiert. Es ist genau so passiert. Es war vorbei, bis der kleine schießwürdige Kerl sich anders entschied. Marlon hat damit angefangen. Er hat Brody getötet und mich fast auch. AJ hat getan, was nötig war. Was nötig war? Er hätte Marlon nicht in den Kopf schießen müssen. Es war vorbei. Schon kapiert, Louis. Lass gut sein, okay? Lass gut sein? Im Ernst? Gehen wir. Clem. Clem. Wenn ich ein Mörder bin, sterbe ich dann auch? Was? Nein. Also ich denke, Mörder sind Monster und... Ich weiß, was mit Monstern passiert. Nichts Gutes. Überhaupt nichts Gutes. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas Böses passiert. Niemals. Versprochen? Hand aufs Herz. Und dann werden wir fliegen? Nun ja, fast. Sie sollen keine Angst vor mir haben oder mich hassen. Wir bringen das in Ordnung, du und ich. Ich werde dir beim Büßen helfen. Büßen? Das bedeutet, deinen Fehler wieder gut zu machen. Wir bringen alles wieder in Ordnung. Verdammt, ihr safet mir endlich mal! Er hat dich aus dem Wrack befreit und du ermordest ihn? Verschwinde mit! Hau ab! Oder was? Lässt du zu, dass er mich auch tötet? Wer ist der Nächste? Asim? Willy? Leckt mich doch beide. Hey, was ist denn? Du hast viele Leute getötet. Du hast deinen Freund Lee umgebracht, richtig? Was? Du sagtest, er war gefesselt. Er war keine Bedrohung. Das heißt, du hast ihn ermordet. Oh, das ist doch jetzt ein Scheiß an. Das passt ja gar nichts. Clem? Ich liebe dich, Clem. Ich liebe dich auch. Hey. Violet sagt, ich soll euch abholen. Zur Beerdigung. Wirklich? Davon hatten wir mal mehr. Irgendwann hörten wir aber auf. Es fühlt sich jedoch richtig an. Ich hab was für dich. Für mich? Ich dachte, du würdest dich nicht trauen, weil alle sauer sind. Du warst letzte Nacht sehr mutig. Wie ein Feuerwehrmann. Nein. Feuerwehrleute sind gut. Ich bin ein Mörder. Nein, bist du nicht. Du brauchst erst einen Prozess. So etwas wird im Gericht entschieden. So funktioniert das. Hat es funktioniert. Früher. Früher gab es viele, viele Regeln. Darüber, wer unschuldig und wer schuldig war. Das war schwer zu verstehen. Wir müssen jetzt unsere eigenen Entscheidungen treffen. Wir können nicht erwarten, dass jemand Regeln für uns aufstellt. Wer sagt, dass du ein Mörder bist? Clem. Aber sie hat recht. Und alle anderen auch. Ich finde dich okay. Sicher, dass du den Feuerwehrmann nicht willst? Du solltest ihn behalten. Du bist auch ein Guter, wie er. Aber vielleicht können wir später damit spielen. Zusammen? Klar. Nach der Beerdigung. Sie wurden schon begraben. Vi fängt bald an. Bis später. Das wird kein Zuckerschlecken. Alle werden sauer sein. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir uns Sorgen um sie machen, klar? Okay. Ja, wir haben da ein kleines, großes Problem. Das war das große Problem. Ich trinke nochmal eine Runde Kaffee, bevor wir hier weitermachen. Nee, das war richtig eine richtige Scheißsituation, ja. So nach dem Motto, also bedrohen lasse ich mich schon mal vor dem gar nicht. Das ist das Erste. Da haben wir viel mehr durchgemacht wahrscheinlich als die, weil wir ja schon älter sind.
Zweitens, ich musste ihm das irgendwie klar machen, ja, dass er trotzdem was Falsches gemacht hat, weil es war in dem Augenblick was Falsches. Wiederum musste ich aber der Gruppe erklären, dass Marlon eigentlich selber schuld war, weil ich hätte ihn erstens auch in den Keller eingesperrt. Das haben wir ja so gemacht. Zweitens hätte ich ihn sowieso an den Plünderer dann irgendwann ausgehändigt. Dann wäre er wahrscheinlich eh draufgegangen. Also, schlussendlich, er wäre irgendwann draufgegangen. Nur ich hätte es ein bisschen anders gemacht. Und zwar wirklich anders und nicht so. Aber die Auswahlmöglichkeiten, die hast du leider nicht. So, wir können nichts machen. Wir können eigentlich nur alles begutachten. Hier würde wahrscheinlich die andere Blume stehen auf der anderen Seite, wo die jetzt nicht steht. Die wir vergessen haben einzusammeln. Ja, wir haben ein Problem. Auf der einen Seite würde ich sofort hier gehen und euch alleine lassen. Euch fehlt aber im Bezug eigentlich ein Anführer. Und der müsste ich jetzt eigentlich spielen. Und das ist das große Problem. Bereit? Ich sitze eigentlich zwischen den Stühlen. Ja. Auf der einen Seite habe ich AJ und auf der anderen Seite habe ich die Gruppe. Und ich muss beide irgendwie auf einen Hut oder ihn unter einem Hut bekommen, unter einem Dach eigentlich leben, und das klappt eigentlich nicht. Das nächste Problem ist, wir haben mehr Informationen als die. Also wir haben den Streit mitbekommen, die nicht. Das ist eigentlich schon das erste Problem. Das bedeutet, denen fehlen eigentlich wichtige Informationen, die wir haben, die sie nicht haben. Die wir in dem Keller von Bordi erfahren haben, die eigentlich nie erfahren werden. Das werden sie erst erfahren und dann werden sie das erstmal verstehen, wenn die Plünderer kommen. Also ich weiß nicht damals, wie das damals war mit den Plünderern, ob die alle in dem Zimmer eingesperrt worden sind von Marlon, keine Ahnung. Oder wie er das irgendwie gemeistert hat, dass dieses Geheimnis um die eine Schwester so offen geblieben ist. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Also der muss irgendwie was erzählt haben, dass ja, dass die Plünderer irgendwie die Schwester getötet haben. In Bezug haben sie allerdings nur mitgenommen oder irgendwie sowas. Aber das kann ich mir das eigentlich fast gar nicht erklären, wie er das so verheimlichen konnte. Oh Gott, sie sind hier. Na und? Sie kannten Brody, oder? Ja, aber Marlon... Lass sie einfach in Ruhe. Scheiße. Clem? Was? Warum haben Leute Begräbnisse? Ten meinte, früher gab es mehr. Sie sind gestorben und... Aber ich verstehe es nicht. Eigentlich alles! Um sich zu verabschieden, wenn man jemanden verloren hat. Aber die sind doch tot. Du kannst sie ein letztes Mal sehen, bevor sie für immer fort sind. Ich habe sie traurig gemacht. Als wenn dich wer entführt. Kriegen alle eine Beerdigung? Menschen schon. Und einige Tiere. Monster auch? Marlon war fies, aber er war kein Monster. Ich weiß. Ten, bereit? Brody, du hast immer vom Strand geträumt. Ich hab dir einen gemalt. Marlon war... Ich kann nicht. Nicht für Marlon. Was er den Zwillingen und Brody angetan hat. Du mochtest Brody nicht mal. Du warst immer fies zu ihr. Ich kann nicht. Jemand anderes soll es tun. Kuh. Alter, lass es. Ehrlich, Luis? Er war dein bester Freund. Er war nicht perfekt, aber er hat es nicht verdient, von diesem Kind erschossen zu werden. AJ hat ihn erschossen, als wäre es nichts. Wir haben es alle gesehen. Niemand hat ihn aufgehalten. Ich mag deinen Ton nicht, Mitch. Ja? Ich mag nicht, dass dein Kind meinen Freund ermordet hat. Ich weiß, dass ich ein Mörder bin. Aber ich werde... büßen. Ja, es büßen. Kacke, ich kann mir das nicht anhören. Was
ich getan habe, war schlimm und ich mache es wieder gut. Das schwöre ich. Einen Scheiß musst du. Marlon war ein verdammter Mörder. Ein Lügner. Und wenn wir damals nachgeforscht hätten, als Minnie und Sophie verschwunden sind, wäre das alles nicht passiert. Sie hat nicht Unrecht. Klappe! Das war nicht Marlons Fehler. Und wessen dann? Was auch passiert sein mag, AJ hätte Marlon nicht töten sollen. Ja, er hat niemand was getan, als ich ihn umgebracht habe. Seht ihr? Wie können wir diesen Arschlöchern trauen? Was meinst du? Ich meine, dass sie gehen müssen. Eine Abstimmung. Mehrheitsentscheid. Sie bleiben oder gehen. Heute. Klingt fair. Ehrlich? Das ist doch Schwachsinn. Du bist Schwachsinn. Ich will nicht gehen. Aber wenn ihr so entscheidet, gehen wir. Clem. Du hast sie gehört. Mit einer Abstimmung legen wir das bei, sonst streiten wir uns weiter. Schön. Dann halt eine scheiß Abstimmung. Louis muss auch abstimmen. Könntest du ihn holen? Und versuch mit ihm zu reden. Komm, Rosie. Komm her, Kleine. Könntet ihr im Schlafsaal warten? Ich hole euch dann. Bitte werft uns nicht raus. Los, gehen wir. Also ich würde eigentlich gehen wollen. Also wenn ich die Entscheidung jetzt treffen könnte, ich würde gehen wollen. Punkt aus, fertig. Da würde ich keine Abstimmung machen, ich würde gehen. Ich würde jetzt gehen. Weil da ist auch schon zwischen denen jetzt ein Streit drin und wenn sowieso die alle an einem Strang sind, kann ich auch gehen. Ob ich jetzt da drin bin und auf die Plünderer warte oder ich gehe raus und triff die Plünderer und triff die Walker, spielt keine Rolle. In dem Bezug. Spielt keine Rolle. Deswegen, ob ich jetzt, wenn ich bleib, muss ich den Streiter halb lösen und das ist dann wieder mehr Arbeit und ob das es wert ist, geht auf einem anderen Papier, weil die Plünderer kommen sowieso irgendwann. Und es wird dann eine Frage der Zeit sein, weil die werden dann den einen da finden am Bahnhof, dann kommen die sowieso, weil der wird eine Gruppe haben, auch wenn der davon nichts erzählt hat. Der wird nicht allein unterwegs gewesen sein. Dafür wusste Bordy zu viel. Also wenn ich bleibe oder wenn ich gehe, spielt für mich eigentlich im Prinzip keine Rolle. Und Violet ist ja sowieso auf unserer Seite, das merkt man ja auch. Also sie glaubt, die Aussagen, die wir gesagt haben bei der Eskalation in der Nacht, und die anderen glauben es einfach nicht, weil sie es vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, keine Ahnung. So, jetzt habe ich gesagt, ja, macht eine Abstimmung. Klar, hier drin bin ich immer noch sicher vor den Walkern, aber die wahre Bedrohung sind eigentlich die anderen da, weil ich weiß nicht, was der Mitch irgendwann machen wird, ich weiß auch nicht, was der Louis machen wird und die anderen sowieso nicht. Also wenn ich noch trauen kann, ist Violette und Ten. Du brichst dir sonst noch den Zeh. Komm her, setz dich. Nein, es hat nicht funktioniert. Ich habe gemacht, was du gesagt hast und es war ihnen egal. Ich weiß, ich war böse, aber sie lassen es mich nicht wieder gut machen. AJ, durchatmen. Was machen wir, wenn wir wütend werden? Komm schon, du willst doch nicht laut sein, oder? Was machen wir, wenn wir wütend werden? Wir halten inne und denken und, ich bin immer noch richtig, richtig wütend. Ich weiß, dass ich nicht wütend werden soll. Oder traurig. Dann mache ich nämlich dumme Sachen. Du musst deine Gefühle in den Griff kriegen. Sie kontrollieren. Ich weiß ja, sonst mache ich wieder Fehler. Ganz genau. Wir halten inne, wir denken und wir atmen. Atmen. Das wird wieder irgendwie eine wichtige Entscheidung sein am Ende der Episode. Geht's dir besser? Du bist immer noch wütend, oder? Ich glaube, ich bin auch traurig.
habe gemacht, was du gesagt hast. Ich weiß, du hörst sehr gut zu. Zu gut. Ich wollte, dass es ihnen allen besser geht. Es hat nicht funktioniert. Wieso hast du es mir gesagt, wenn es nicht funktioniert? Hä? Diese Antworten passen wieder alle nicht. Vielleicht hat es ja geklappt. Vielleicht stimmen sie dafür, dass wir bleiben. Ich weiß nicht. Sie waren ziemlich wütend. Violet war auf unserer Seite. Vielleicht überredet sie die anderen. Ja, vielleicht. Ich will nicht gehen. Weiß ich doch. Ich find's toll, immer zu wissen, wo wir sind. Das Bett, das Essen. Ich mag die anderen Kinder. Nicht alle, aber Ten und Louis und Violet. Oh je, die beiden auch noch. Beide. Ich würde sagen, wir haben abgestimmt. Ihr müsst gehen. Ich habe nicht abgestimmt. Ich will, dass wir bleiben. So funktioniert das nicht. Vielleicht sollte es aber. Es muss dir ja nicht gefallen. Gut, das tut es auch nicht. Ich fasse es nicht. Ihr seid alle durchgeknallt. Nach allem, was Marlin getan hat, nach all den Lügen. So reagiert ihr? Ihr werft uns raus, weil wir in seinen Scheiß verwickelt wurden? Marlin hat seine Waffe fallen gelassen. Dann hat AJ ihn ermordet. Wie können wir danach noch in eurer Nähe sein? Wie sollen wir euch vertrauen? So unfassbar dämlich. Du hast gesagt, wenn wir fair abstimmen, fügst du dich. Es ist Schwachsinn. Und das wüsstest du, wenn du nicht dauernd deinen Kopf in den Sand stecken würdest. Ach, ich stecke den Kopf in den Sand? Du kannst Marlin ruhig hassen, aber du kannst nicht leugnen, dass AJ auch gefährlich ist. Wir warten, bis ihr gepackt habt. Dann bringen Louis und ich euch hinter die Sicherheitszone. Wir eskortieren euch sicher zur Straße. Es ist nicht viel, aber wenigstens sterbt ihr unterwegs nicht. Wir hätten euch auch einfach vors Tor werfen können. Wir sind da draußen alleine nicht sicher. Mit Glück überstehen wir ein paar Tage. Dann heißt es wieder fliehen, verstecken und überleben. Besser als Marlin und Brody geht es euch allemal. Wo ist Ten? Ich muss mich verabschieden. Er war stinksauer wegen der Abstimmung und redet mit niemandem mehr. Wenn er so ist, lässt man ihn am besten in Ruhe. Aber er wollte übrigens, dass ihr bleibt. Wartet. Hat AJ immer noch die Waffe? Gib sie her. Muss das wirklich sein? Verdammt, klar muss das sein. Ich spaziere nicht in den Wald, wenn er das Ding in der Hand hat. Wir wissen ja schon, dass er damit umgehen kann. Gib sie ihm. Hier, du kannst sie haben. Scheiße. Und? Zufrieden? Können wir gehen? Ich habe das Gefühl, wir bleiben nicht alleine. Ich habe das eben im Gefühl. Entweder begleiten die uns beide oder einer. Aber beide gehen nicht zurück. Ach, Louis habe ich mit Absicht die Waffe zurückgegeben, damit er Ruhe hält. Und er ist wahrscheinlich auch der bessere Schütze, von dem her. Finden wir wieder ein Auto? Wohl kaum. Letztes Mal hatten wir Glück.
Also zu Fuß weiter. Meine Schuhe sind bald kaputt. Hoffentlich halten sie noch ein bisschen. Meine Füße werden wieder bluten. Wir können sie mit einem zerrissenen T-Shirt umwickeln. Nicht jammern. Ist ja nicht das erste Mal für euch. Aber für dich? Wir sind inzwischen sicher gut darin. Ist fast wie ein Spaziergang nach Hause. Du warst dein ganzes Leben lang hinter Mauern. Du hast keine Ahnung, wie das Leben da draußen ist. Wir sind da. Da hinten ist die Straße. Will noch wer was sagen, bevor wir gehen? Hab genug gesagt. Danke für deine Unterstützung. Gern geschehen. Ich wünschte, ihr könntet bleiben. Ich wollte das nicht. Komm schon, gehen wir. Nur eine Minute, okay? So schlimm scheint es für dich ja nicht zu sein. Du hast uns schließlich hier rausgebracht. Ich hab's ja versucht. Ich hab alles getan, um euch zu helfen. Tja, viel war's nicht. Ach, leck mich doch. Bin wohl verrückt. Ich kann euch nicht unbewaffnet lassen. Danke. Also gehen doch beide. Okay. Los geht's. Die Sonne geht bald unter. Woher weißt du das? Keine Ahnung. Ich kann es fühlen. Wie denn? Meine Haut wird ganz kalt. Dasselbe passiert mir auch vor einem Sturm. Ich fühle nichts. Du bist noch nicht so lange unterwegs wie ich. Clem? Schaffen wir es? Ich dachte, wir müssten nicht mehr vor bösen Menschen fliehen. Und den Monstern. Wir werden was Neues finden. Etwas Besseres. Ich versuch's nicht zu vermasseln. Deckung! Kommt schon raus. Hab ein paar von euch ernsthaft auf der Straße gesehen. Könnt euch nicht ewig verstecken. Oh, Mist. Ist das der Mann vom Bahnhof? Ja. Warum lebt er noch? Wenn man das Körperteil schnell abschneidet, überlebt man. Bleib hier. Jo, alles klar. Also mit Shift und E habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe mit E geredet, aber nicht mit Shift und E. Alles klar. Das Spiel ist immer für immer Überraschung gut, aber man muss auch mal die Fails zeigen. Das ist ja langweilig. Ich warte immer noch ein bisschen. So. Du bist eine fiese kleine Schlampe. Ich will ihn jetzt nicht erledigen. Hau einfach ab, dann lassen wir dich gehen. Genau deswegen, weil da irgendjemand einer ist. Vergiss es, Junge! Noch einen Schritt und ich blase dir die Rübe weg.